Und da kann ich ihm sagen, heute ganz ehrlich in diesem Video, der Hauptfaktor ist Jonas Ems. Es findet da seit 2015, seit wir die Kurzfilme zusammen drehen, eine Art Mobbing statt und mir werden immer wieder die komischen Rollen aufgezwungen. Hi Freunde, mein Name ist Jonas und damit herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe das echt vermisst, so in den letzten Wochen, mich einfach mal vor die Kamera zu setzen und dann mit euch zu sprechen, irgendwo hier in diesem Raum. Das habe ich jetzt ja echt schon eine ganze Zeit lang nicht mehr gemacht und irgendwie ist es doch was, was eine Menge Spaß macht. Ich habe ja auch grundsätzlich so ein bisschen die Ausrichtung der Videos hier so ein bisschen verändert. Also es kamen ja kaum noch belanglose Comedy-Inhalte, dafür jetzt ein belangloser Comedy-Kurzfilm. Daran haben wir uns ja mal versucht an Halloween und über den möchte ich heute auch so ein bisschen sprechen, beziehungsweise allgemein so über meine Rollen in den Kurzfilmen. Ich kann auch schon sagen, nächste Woche bin ich beim YouTube Next Up-Wettbewerb dabei. Und ich hoffe, da wird dann auch noch mal das ein oder andere Comedy-Video entstehen, das ich dann hier in den kommenden Wochen hochladen werde. Also es wird jetzt nicht immer nur ernste Inhalte geben, aber eben vermehrt, weil das so mehr der Inhalt ist, mit dem ich mich identifizieren kann, ein bisschen was zum Nachdenken zu machen und eben dann primär alle paar Monate ein cooles Kurzfilmprojekt oder eben auch ein längeres Filmprojekt. Das, was ja eigentlich im nächsten Jahr 2018 ansteht, ist ja unser Spielfilm. Was ich mir dafür auf jeden Fall vornehme, ist, wenn ich dann eine Rolle darin übernehmen sollte, auf jeden Fall mal einen normalen Charakter zu spielen. Denn viele Kommentare unter dem aktuellen Film, und ich glaube, das ist jetzt auch die Videoüberschrift, stellen die Frage, warum spielt Jonas Wuttke immer den Psycho? Und darauf möchte ich heute so ein bisschen eingehen. Und eben mit der abschließenden Zielsetzung, dann im Spielfilm nächstes Jahr endlich mal eine normale Rolle zu übernehmen, einen ganz normalen Menschen zu spielen. Was nämlich, glaube ich, auch eine Herausforderung ist. Denn so ganz besondere, spezielle Rollen, ich glaube, da kann man immer leichter etwas machen, weil man die eben spielen muss. Aber ein ganz normaler, im Leben stehender Charakter muss ja normal, authentisch wirken, wie ein Mensch. Also darf eigentlich gar nicht gespielt wirken, wenn ihr so versteht, was meine Überlegung dahinter ist. Aber jetzt auf jeden Fall, woran liegt das eigentlich, dass ich immer diese Rollen übernehme? Und da kann ich eben sagen heute ganz ehrlich in diesem Video, der Hauptfaktor ist Jonas Ems. Es findet da seit 2015, seit wir die Kurzfilme zusammen drehen, eine Art Mobbing statt und mir werden immer wieder die komischen Rollen aufgezwungen. Ich muss die spielen, ich habe gar keine andere Wahl, wenn ich noch irgendwie bei den Filmprojekten mitwirken will und jetzt zum Beispiel auch bei diesem neuen Projekt kann ich nicht endlich mal auch einen normalen Menschen spielen. Man immer wieder die Aussage, nee, diesmal machst du einen Dämon, der rumbellt, rumjault, an den Wänden kratzt, aufspringt. Das letzte Mal irgendeinen geistesgestörten Entführer, davor den Betrunkenen. Nein, Quatsch, das ist natürlich frei erfunden. Wir schreiben ja immer gemeinsam die Geschichten, entwickeln die Geschichten und entscheiden auch gemeinsam, wer welche Rolle spielt. Und ich habe mich bis jetzt immer tatsächlich für diese Rollen entschieden. Wobei man auch sagen muss, diese Aussage ist auch ziemlich krass. Wenn man mal überlegt, Jonas und ich haben bis jetzt 5 Filme zusammen gedreht und 2 davon waren die Kein Freund fürs Leben rein. Das heißt, in Kein Freund fürs Leben ging es 2015 los. Okay, da habe ich gesagt, ich spiele diesen Entführer. In dem Moment, wo man dann die Fortsetzung dreht, ist es ja logisch, dass ich dann auch wieder den Charakter, wahrscheinlich Fortsetzungen sind ja immer noch ein Tick heftiger oder krasser, dann in einer noch extremeren Form spiele und das dann nicht auf einmal mal irgendwie aus Niklas der liebe Mensch wird und aus Tom der kranke Entführer. Also das wäre ja ziemlich verdreht gewesen. Von daher ist es irgendwie klar, dass ich dann da auf jeden Fall in 2 Projekten, also diesen 2 Teilen eben, einen relativ krassen bzw. auch kranken Charakter spiele. Dann war ein weiteres Projekt, was wir gemeinsam gemacht haben, Schattenfoto. Da habe ich zum Beispiel gar keine Rolle übernommen und nur die Regie geführt. Und dann gibt es ja auch noch den Film Aus Liebe zum Alkohol, wo man glaube ich auch nicht sagen kann, dass meine Rolle ein Psycho ist. Dann kann man da glaube ich eher sagen, dass ich ein Opfer gespielt habe. Also eben den sehr, sehr Betrunkenen. Vielleicht auch nicht den, der in der Partygruppe dann total integriert ist, sondern mehr den Außenseiter, aber letztlich muss man ja auch mal sagen, so, es gibt ja in vielen Filmen sehr, sehr oft dann zentrale Charaktere, die eben Außenseiter sind, weil das ja auch immer so die spannenden Charaktere sind, worum man dann eine Geschichte erzählen kann. Also letztlich kann man da eben auch nicht sagen, dass ich ein Psycho gespielt habe. Jetzt dann zu dem neuesten Projekt, Fuck You Halloween. Ich glaube, da war dann auch eben so das Grundding, vielleicht auch das Grundproblem, dass viele eben diesen Dämonen viel zu ernst genommen haben oder diesen Menschen mit einer psychischen Störung. Aber das war eben diesmal gar nicht unser Ansatz. Der Film soll keine Botschaft überbringen oder so, also ist jetzt nicht gesellschaftlich relevant gemeint wie unsere Projekte zuvor, sondern sollte diesmal wirklich so, vielleicht auf einer sehr Plattenhumorebene, das haben ja auch einige in den Kommentaren kritisiert, funktionieren. Und das Spannende dabei ist eben, dass ich so ein bisschen auch diese Dämonen-Idee mit ins Projekt gebracht habe und das deswegen dann am Ende auch spielen musste. Die Grundidee, die ich da eben hatte, war, dass man die Geschichte eines Dämons erzählt, der eben in einer Gruppe von Menschen als ganz normaler Mitmensch akzeptiert wird und das sozusagen seine Krankheit ist oder seine besondere Eigenschaft, aber alle gar nicht mehr so besonders darauf reagieren. Einige hatten da ja auch schon in den Kommentaren zum Kurzfilm die Komparsen kritisiert, dass die sehr, sehr schlecht spielen, wenn die gar nicht darauf reagieren, dass einer irgendwie
irgendwie in die Klasse gelaufen kommt, an den Wänden kratzt und alle einfach nur ganz normal schauen. Aber das war ja eben auch die Idee dahinter, um dann eben auch diese Empörung zu verstärken, die dann entsteht, wenn der Junge auf Krücken reinkommt. Und dann vorher bei so einem ganz, ganz weirden Charakter reagiert irgendwie niemand. Also das war so die Idee dahinter. Und das sollte sich auch so durch den ganzen Film ziehen. Also was ich mir da eben mal überlegt habe, war eine Situation, in der dann eben jemand, der von einem Dämon besessen ist, mit am Tisch sitzt und dann eben beim Familiendinner so einen Anfall kriegt und die dann vielleicht noch ein anderes Pärchen irgendwie zu Gast haben und die dann eben sagen, ja, dann müsst ihr mal einen Termin beim Exorzisten machen und dann eben die Eltern des Jungen so ganz interessiert tun, ah ja, zum Exorzisten, ja, nee, da rufe ich gleich morgen mal an. Und wenn man das dann so als normale Krankheit irgendwie empfindet und mit in diese Geschichte einbindet. Das haben wir ja auch so ein bisschen jetzt in dem Film gemacht. Am Ende eben die Erkenntnis kommt, dass Richard Florian von einem Dämon besessen ist. Und deswegen spiele ich die Rolle dann eben so in dem Film, wie sie dann auch gedacht war. Ihr könnt ja auch mal allgemein noch eure Fragen zum Kurzfilm Fuck Your Halloween, also dem neuesten Projekt, in die Kommentare schreiben. Dann können Jonas und ich da vielleicht in einem kommenden Video in den nächsten Wochen nochmal drauf eingehen. Und dann bedanke ich mich jetzt wie immer fürs Einschalten, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns hoffentlich ganz bestimmt ganz bald wieder. Bis dahin, ciao Freunde!